schon. Ah, wo schaust du? Wo schaust du hin? Einfach zu schnell. Okay. Ich schau, wo der Hebel wirkt. Das ist so. Auf die Art. Entschuldigung. Einmal noch. Ganz entspannt. Ja, wenn auffällig bei dir ist eigentlich, dass du den Schwung nicht fertig machst. Mhm. Ich meine, das würde ich ja offensichtlich sagen müssen, weil ich sehe das gleich. Und dass du beim Ansprechen ein bisschen auch, wenn ich weiß, wegen Fußball der Frau, aber das Bedürfnis habt ihr schon eher so zu stehen, aber nicht übertreiben. Ich würde ein bisschen lockerer die Arme, die Hände beim Ansprechen hängen lassen, dass die Spannung einfach ein bisschen weniger ist in deiner Unterarme. Vielleicht hast du Angst, dass du die Hand hängen siehst. Was ich auch mache, ist, ich manchmal winkel in die Hand an. Und deswegen hast du eben die Arme. Aber das Problem, der Fehler ist nicht beim Ansprechen. Du hast nicht den Fehler am Anfang, der Fehler ist im Schwung halten. Aber nicht, dass du glaubst, dass du den Fehler beheben kannst, wenn du dich so hinstellst. Aber du bist jemand, der kommt von außen ein bisschen, du kommst steil zum Ball hin, würde ich eher lassen wollen bei dir noch, sagen wir, weil du würdest sonst den Boden zu früh treffen. So ein bisschen weniger Spannung, ich würde das schon probieren. Es ist auch so, das sind nicht meine Schläger, das sucht sich leider, es ist wirklich so. Ich habe das Gefühl, das haben wir alle ein bisschen schwer. Ich weiß nicht, das so. Oder vielleicht. Gibt es verschiedene Schäfte, gibt es verschiedene Köpfe natürlich. Nicht jede Schläger hat das gleiche Gewicht. Ja, das ist, was du gemeint hast mit dem Chicken Wing, der Leichtmutter. Aber wegen der Zeit heute, das ist leider, ja, wir müssen jetzt. Aber eines bitte mitnehmen, ja, das meine ich jetzt ganz ernst, also dass du ein bisschen lockerer beim Ansprechen. Das sagt mir mal einmal, ich habe den Schläger so verkauft. Also ich gebe ihm recht. Ja. Ja.